So. Jetzt wird mal die nächste Missile gelauncht. Und die geht. Soll ich die hier reinschmeißen? Was treffe ich damit alles? Den Medium Tank, da hätte ich schon gern getroffen. Die Kopter machen mir nicht allzu viel aus. Ansonsten. Ja, ich könnte es natürlich weiterhin da hinten reinschießen. Brauchen die länger zum Reparieren, das ist nämlich eigentlich auch ganz gut. Schadet jetzt wirklich nicht, dass die da hinten länger zum Reparieren brauchen, weil bis dahin habe ich da möglicherweise sogar schon gewonnen. Bis die irgendwann mal fertig sind. Ich habe dann genug Zeit, mich vorzubereiten. So. Erstmal hier. Der da muss weg. So. Den lasse ich hier mal warten. Weil dann kommen die hier nämlich überhaupt nicht mehr durch. Das ist meine größte Joker-Einheit hier in diesem Level. Solange ich den nämlich am Leben halten kann, können die mir gar nichts machen. Die Einheiten sind in Position. Nachdem jetzt ja immer noch so viele Fernwaffen dran sind, ist es auch relativ gut, dass ich hier noch Kit vorne habe. So, der erreicht jetzt gerade nichts, da fahre ich den hier weiter nach oben, dann kann ich mit dem hier nämlich so einiges kaputt schießen. Vor allem habe ich die beiden Mini-Cannons da hinten in Range, ohne dass die mich in Range haben. So. Auch wenn Olaf jetzt dran ist. Wir haben jetzt eh nicht mehr genug Kohle, um das ganze Zeug da hinten zu reparieren. Wieso greift er ausgerechnet den Jagdpanzer an? Oh, die fahren mit dem gedamagten Neo-Tank nach vorne. So. Mit Sammy kann ich jetzt leider nicht mehr machen. So, erstmal die Medium Tank. Immer erst das ausnocken, was am meisten Schaden macht. Ja. Nehmen wir mal den hier noch. Ja, kann den Neo-Tank da noch kaputt schießen. So, dann fahren wir einen nicht ganz so gedamagten APC da nach vorne. Der hält ja dann auch noch was aus. So, du erreichst leider immer noch nichts. Lassen wir mal die anderen noch ran. So.
Lack muss weg, dann hat nämlich Eagle nachher mit seinen Fliegern ziemlich freie Bahn, weil die einzige Flak, die jetzt... Okay, da steht noch eine Flak und da steht noch eine Flak, die da hinten ist allerdings ziemlich beschädigt und die haben kein Geld mehr für Reparaturen übrig. Den fahre ich mal da nach oben. Dann ist nämlich dort auch alles versorgt. Jetzt kommt der Megatank angerollt. Aber das ist eine sehr gute Gelegenheit, den gleich schrotten zu können. Oh, das wird auch nicht allzu viel Erfolg haben. Im direkten Zweikampf zwischen Megatank und Copter gewinnt nämlich eindeutig der Megatank. So. Mehr kann ich mit denen jetzt leider auch schon wieder nicht mehr machen. Außer die APCs noch mit in den Weg stellen. Ob ich das zusammenkrieg? Wäre auf jeden Fall cool. Ja, genau das wollte ich. Na, Shakir Khan, your history. Eine kleine Sniper-Tag. Das ist eine Reichweite. So. Dann. Megatank. Oder. Nur den Megatank geschickt mit einer anderen AT auch noch. Ohne weiteres in die Reichweite ihrer Cannons reinstellen, der wird eh nicht getroffen. So, der Megatank kann fast nichts mehr. So. Meinen Megatank bewege ich da jetzt allerdings erstmal weg. Okay, den APC muss ich jetzt wirklich nicht anschießen. Dann machen wir erstmal eine Cannon soweit mal fertig, dass sie beschädigt ist. Zumindest ansatzweise. Das war's erstmal. Oh Gott, jetzt kommt der Tech Power. Das mag ich jetzt überhaupt nicht. Wenigstens kann ich mit Tammy, trotz der Tatsache, dass ihre Infanterieeinheit noch ziemlich beschädigt wird, immer noch fertig besetzen. Boah, die hat mir immer noch 4 HP abgezogen, ne? Das ist ein Megatank, aber trotzdem. Das ist ein bisschen viel. Dafür, dass der das einfach so mal macht. Das wird jetzt der K.O. Jetzt hat er mit dem Kopf da unten erstmal ein bisschen freie Bahn, weil mein Flak weg ist. Aber gut, ich habe noch was in den Kopf zu schießen. So, erstmal
setzen wir hier fertig. Die 1,5, also die 1,5-fache Capture Rate ist ja gleich geblieben bei Sammy. Daher ist da nichts zu befürchten, dass man das nicht innerhalb von 2 Tagen schaffen könnte. So. Wer will als nächstes aufs Fressbrett? Der Speer da. Und den können wir bei der Gelegenheit auch gleich kaputt schießen. Weil Stealth-Fighter ja nicht nur Bomber sind, sondern auch Jäger, kann man da auch schön noch hier mit drauf schießen. So, und jetzt wird es dann langsam Zeit, dass ich da rüber komme. Und es wird Zeit dafür. Presence here and now. Da kommt Eagle jetzt dran, weil jetzt gehen wir in die Offensive. Wir haben jetzt lang genug verteidigt und sie schön zurückgehalten können, aber jetzt ist damit Schluss. Jetzt heißt es einfach nur noch knallhart draufhauen. Neotank wirklich gefährlich werden könnte, kann ich mit dem ja da auch richtig schön reinmarschieren. Und in der Mitte kommen ja die Kanonen nicht hin, das ist das Tolle. Glaube ich auch schon wieder mit den beiden gewesen. Selbst wenn er mir den Neotank jetzt kaputt haut, ich hätte danach höchstwahrscheinlich bald eine Supercore-Power hier oben ready. Und wenn das passiert, dann sind die restlichen Einheiten sowieso Schrott. Und wie es aussieht, brauche ich die wahrscheinlich ja nicht mal. Aber zuallererst mal. Commander, we found an unidentified device left by the Black Hole Army. We will detonate it. It's just as Commander Sonya predicted. The snow has stopped. Now we can fight on equal footing. Yep, das können wir. Und damit sind wir mal wieder mit Eagle dran. Tun wir das, was er am besten kann. Erstmal mit Fliegern draufhauen. Weil das kann er ja wirklich am besten. So, noch ein letztes Mal den Stealth-Fighter versorgen. Der braucht es am dringendsten. Der hat zwar jetzt nicht mehr den doppelten Benzinverbrauch, aber dennoch, Schaden tut's nie. So. Nachdem der Schnee ja jetzt endlich vorbei ist.
wenn wir ihn schon erwischen hier. Dann fehlt nämlich nur noch der Medium Tank da oben und der ist auch so gut wie Geschichte. Oh, da unten ist ja noch ein Arti. Wird jetzt beinahe übersehen. Und weil wir mit denen jetzt keine Zeit mehr verschwenden wollen. Machen wir wenigstens noch ein paar Mini-Cannons kaputt. Ich glaube, die Mini-Cannons mache ich nächste Runde noch kaputt. Ja, kriege ich ja sowieso noch kaputt, wenn es so wie es aussieht. Oder komme ich an die ran? Mit dem Bomber. Ja, der Bomber kommt ran. Ja, kriegen wir die halt nicht mehr kaputt, ist egal. Hauptsache gewonnen. Bye bye. Sammy, Grit, Sonia and Eagle, thank you for coming. Commander Nell already briefed us. Consider us a part of the Allied Nations. So, this must be Commander Jake. Sup. We've heard impressive things about you. I'm Sammy, the second to none when it comes to infantry battles. I'm Grit. Y'all can leave the indirect attacks to me. I'm Sonia. My troops have an edge in the fog of war missions. Call me Eagle. Now that we have Macrolump back up, we can fight on equal terms. Let's gather up the troops and head for the other battlefields. Commander Rachel, we just received fresh intel. Clones are popping up all over the place. Roger that. Get ready, everyone. I'm all over it. Black Hull was annihilated, yet their army has regenerated. What's going on there? Und da gibt's 300 Punkte S-Rang. Sogar 320, weil wir noch zwei Mini-Cannons kaputt gemacht haben. Try hitting the gym. I bite like a snake in the grass. Then I strike. So, hat's ihnen nix gebracht. Der Überraschungsangriff. Und ihr seht anhand der nächsten Missionen, also es werden die nächsten Missionen hauptsächlich gegen irgendwelche Klone gekämpft. Und ihr seht am Rand der nächsten Mission, gegen wen wir diesmal kämpfen dürfen. Also, falls ihr dieses Sprite noch kennt. Ansonsten würde ich sagen, das verschiebe ich mal auf die nächste Aufnahme. Ich nehme eh schon wieder über eine Stunde auf und das an gerade mal 1,5 Missionen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.